Hallo zusammen und willkommen zu den Secrets auf Schloss Einstein. In der Staffel 23 gibt's gleich mehrere Love Stories, auch wenn es nicht gleich immer sofort funkt. Eine ganz starke, sehr beliebte Story mit heftigen Emotionen liefern Martha und Till. Die beiden finden dann aber ihren Weg und verlassen gemeinsam das Einstein. Genauso wie Caroline, die Balletttänzerin. Alle drei treffen eine Entscheidung für ihre Zukunft und die drei quetschen wir heute mal ein bisschen aus und gucken, ob wir ihnen das ein oder andere Geheimnis abknüpfen können. Ich freue mich total auf die Runde. Hier sind Luna, Jonas und Paloma. Ich freue mich so, euch zu sehen. Endlich mal wieder. Das wird eine tolle Quatschrunde. Und bei euch beiden ganz speziell vertue ich mich am meisten mit euren Rollennamen und euren echten Namen, obwohl ich euch so lange kenne, weil ich finde, das passt einfach so gut, eure Rolle auch zu euch. Also wenn irgendwo Martha gerufen wird, dann ist man so, ah, nee, ich bin nicht upset. Okay. Witzig. Versteht euch ja wirklich im echten Leben auch richtig gut, ne? Ja. Es ist, ja. Immer ein Garant. Welche Geschichte hat dir denn besser gefallen? Die Fight oder die Love Story? Beide eigentlich echt cool. Also ich glaube, die in der 23. Staffel fand ich sogar ein bisschen cooler sogar. Irgendwie, weil ich es nicht so erwartet hätte. Ich war so, als ich das gehört habe, dass ihr so zwei eine Love Story bekommen habt, war ich so, hä, als ob. Also keine Ahnung, ich wusste halt nicht, ob es passt, weil ich mir so übelst dieses mit Kasimir, ich finde, das hat so übelst das so gepasst, weil das so ein ruhiger und Martha ist so diese Bad Girl mäßig. Dann dachte ich mir so, hä, das ist ja dann so komplett anders, aber es war dann irgendwie, hat das dann viel besser gepasst. So. Ich sag nur Tillata. Ja, ja. Ihr habt eine riesen Fanbase, wow. Eure Geschichte. Das hat ja existiert, bevor überhaupt irgendwie angedeutet wurde, dass zwischen den Rollen was passieren könnte. Ja. Warum kommt das so gut an? Was glaubt ihr? Warum? Ja. Die Rollen, die matchen halt. Also sowas guckt man sich, glaube ich, immer gerne an, wo halt es nicht so einfach passiert, so, wir sind beide ineinander verliebt, sondern... Ja, ja. Ja, ja, voll. Du hast in der Zeit, als Till nicht da war, als Martha ein Praktikum gemacht. Sie. Bei Hauser. Wie anstrengend war das wirklich? Da habe ich tatsächlich sehr viele Liegestütze gemacht. Und die Liegestütze an sich waren nicht so das Problem, sondern dass wir auf diesem Asphalt waren und die Hände hier übelst sich aufgeratscht haben. Und auch die ganzen Komparsen und die kleine Carlotta, die war ja auch mit dabei. Zumal das einfach weggeschnitten wurde, wie wir uns da abgeratscht haben. Ja. Nein, wollten die nur das Endgesicht haben oder was? Ja, genau, das war ich so. Wusstest du eigentlich, dass bei dir ein anderes Praktikum geplant war? Nee. Sie wusste es nicht. Yes. Oh mein Gott. Ja, es war gar nicht bei Hauser geplant, es war bei Schiller geplant. Ach. Aber dann das Team gesagt, ist vielleicht jetzt nicht so spannend, Hauser ist ein bisschen anstrengend. Wir haben uns halt so gewundert, weil irgendwie Elisa und ich, wir verstehen uns auch halt privat voll gut. Und unsere Rollen sind ja sowieso eigentlich, und wir sehen uns dann auch noch zufälligerweise ziemlich ähnlich. Ja. Und wir haben uns immer gewundert, ob wir denn nicht mal eine Story dann gemeinsam bekommen. Ach krass, also schade. Apropos Praktikum. Caroline macht auch ein Praktikum in der Staffel. Auf der Baustelle. Auf der Baustelle. Wie anstrengend war das für dich? Diese Säcke sind relativ schwer. Deswegen diese eine Szene, die ist, glaube ich, auch sogar drin, wo ich so hinfalle, das ist eigentlich nicht gespielt, weil da bin ich richtig hingefallen. Echt? Das war halt echt schwer. Das war gar nicht geplant, das war echt? Ja, genau. Okay. Und danach hatte ich nochmal, also die Säcke sind eigentlich noch ein bisschen so ausgefüllt quasi. Die waren dann mit leichterem Material, aber ja, die ersten Male haben wir es halt mit normalem Material gemacht. Wie fandet ihr Caro im Blaumann? Hot. Wird unterschrieben. Ja. Ja, vor allem die Tanzszene hinter im Blaumann, das fand ich einfach generell so cool, weil das hat so einfach absolut dieses Klischee so gebrochen. Oh, ja. Und ich weiß noch ganz genau, beim Screening saßen wir alle da so. Immer Gänsehaut gekriegt bei der Tanzszene. Ja. Das ist so krass, wirklich. Hast du dir die Choreografie ausgedacht oder wurde dir die gezeigt? Die wurde mir gezeigt für diesen Tanz, genau. Schön, dass du auch so eine Fläche bekommen hast in der Staffel 23 zu zeigen. Ja, ich fand's auch echt cool, die Story von Caro, wie sich das alles entwickelt hat. So. Übrigens, hast du mir ja eine Ballett-Session gegeben. Mhm. Ich finde ja, dass die beiden das auch mal machen müssen. Okay. Kannst du das nochmal zeigen? Kannst du was zeigen? Komm. Auf geht's. Ach du Kacke. Was machen wir? Okay, also die erste Position war das. Da geht's schon los. Oh, chill, Alter. Was ist mit dir los, Jonas? Wie bleibt man denn da stehen? Zweite Position war das. Hast du mal Ballett gemacht? Ja, klar. Und dann so. Kniescheibe raus. Ich wollte gerade sagen, Kniescheibe raus, Kniescheibe. Alles Mögliche gerissen. Jonas, machst du mit? Ah, okay. Sehr, Digga. Als Till dann endlich mal wieder zurückkam,
nach der Auszeit war er ja als Person auch komplett verändert. Wie stellst du dich als Schauspieler darauf ein, jetzt so einen neuen Charakter zu spielen, wenn du schon so lange davor irgendwie den anderen gespielt hast? Also er hatte wirklich viele gute Gründe, um sich zu verändern. Und ich habe mir einfach in der Vorbereitung, habe ich mir kurz mal so Szenarien durchgedacht. Also was hätte einfach eigentlich alles in dieser Zwischenzeit passieren können? Mhm. Und mir ist halt an sich wirklich, wirklich wenig Schönes eingefallen. Also ich habe einfach wirklich echt an die schlimmsten Sachen so gedacht. Mhm. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Also einfach echt vielleicht auch so einen kleinen depressiven Ansatz am Anfang zu haben. War das Drehen für dich dann auch anders automatisch? Ja, das war's. Weil ich habe persönlich gemerkt, so in der 22. dieses Böse, diese Kante zeigen und so, das macht Spaß, so, das konnte ich so, das ging, das ging. aber dann halt auch einfach mal das da drunter zu zeigen, ja. Hat aber, glaube ich, auch einfach mehr Schönheit, also an sich vom Spiel her. Hast du auch eine Veränderung gemerkt an Jonas, an seiner Spielweise? Doch, ja. Wie gesagt, also ich glaube, in der ersten Staffel, erste Staffel ist ja meistens auch so eine Findungsstaffel von einem Schauspieler mit seiner Rolle und so. Und da ist erstmal so, gibt es so diese klaren Sachen, er ist immer zielgerichtet und ja, ärgert gerne Leute. Und das konnte man ganz gut schnell zusammenfassen und das hat so funktioniert. Und dann in der zweiten Staffel ging es halt wirklich so um die Emotionen dahinter. Und wenn wir dann eine Szene gespielt haben, wo man halt das gesehen hat, dass da was dahinter steckt und dass da eigentlich ein ziemlich verletzter Mensch mit reinspielt, war es auch echt eine andere Stimmung, die Szenen zu spielen. Also zum Beispiel da, wo sich die beiden zum ersten Mal küssen, gibt es ja davor diesen übelst emotionalen Streitdialog. Das ätzendste Mädchen der Schule als beschissene Lernpatin. Und er hat sich ja immer so reingesteigert. Ihr habt total viele sehr, sehr starke Szenen. Lass mich. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein unheimliches Privileg, auch mit Luna da zu spielen, weil wir uns, glaube ich, gegenseitig ja so pushen und irgendwie echt immer die Möglichkeit hatten, uns so komplett abzugrenzen. Mhm. Das hat mir persönlich unheimlich geholfen. Ich glaube, da haben wir gegenseitig sehr von profitiert. Ja, wenn man sich da so reinsteigert in diese Emotionen, dann pusht das den anderen wirklich noch weiter hoch. Und dann da sieht man aber auch, ich glaube, du hast mir das mal erzählt, auch dass du gemerkt hattest, dass Jonas total fokussiert auf einmal ist bei den Szenen und so mal so für sich so seinen Raum auch braucht. Als die Kamera dann aus war, ich so, Jonas, du... Es ist vorbei! Da hatte ich aber echt, also bei der ersten Kussszene, die im Prinzip beim Schuleingang auch da stattgefunden hat, da hatte ich echt dann im Nachhinein, also als wir dann wirklich auch vom Set gefahren sind, habe ich dann immer gemerkt, so, wow, krass, es war irgendwie auch nur so eine neue Schauspielerfahrung. Es war, muss man halt gucken, dass man das dann wirklich trennt vom echten Leben, was man spielt. Total. Würdet ihr sagen, dass ihr alle drei, wie ihr hier seid, eure Rollen jetzt einfach so reif sind, den nächsten Schritt zu machen, Richtung Zukunft, sich zu verändern? Ich finde, alle Rollen haben ja so irgendwie voll viel über sich auch gelernt und dann sind so über sich hinausgewachsen, deswegen finde ich schon auf jeden Fall. Hast du was durch das Drehen für dich persönlich auch mitgenommen und gelernt? Ja, also auf jeden Fall irgendwie dieses halt nicht aufgeben und so und dass man trotzdem immer weitermachen sollte. Und also ich finde auch, Caro hat ja diese Freiheit quasi gefunden durch das Tanzen dann nochmal. Das hat mir irgendwie auch, da habe ich immer voll oft drüber nachgedacht, so wenn ich mich auf die Szene vorbereitet habe, so dass man das eigentlich auch so auf sein Leben beziehen kann. Wir haben vorhin kurz nachgeschaut, was so eigentlich unsere Rollennamen bedeuten. Und Caroline bedeutet Freiheit, also frei sein und Freiheit. Und Till und Martha auch Kämpfer. Also Till und Martha sind sowas Namen. Wie Herrscher oder Anführer, Kämpfer, sowas in die Richtung. Aber beide Namen bedeuten sowas. Also das passt ja auch voll. Ja. Ich wollte noch fragen zu einer Szene, die ihr beiden gespielt habt, wo ihr euch dann noch fotografiert habt. Könnt ihr euch erinnern? Mhm. Habt ihr da in echt Fotos gemacht oder war das gefaked? Fake. Es ist gefaked. Also ihr habt keine echten Fotos davon. Nein, leider nicht. Also doch, also ich meine, also in sich, es gibt echte Fotos davon. Unser Setfotograf Felix hat im Prinzip, nachdem wir die Szene gedreht haben, noch einmal kurz genau die Position, hat er mit seiner Kamera diese Fotos gemacht. Und in der Dunkelkammer hängen ja tatsächlich dann einige Bilder von jeweils Till und Martha. Oder so wir irgendwie in einer Pause, die wir mal hatten, wo wir früher ein Set geschafft wurden, rumgelaufen auf dem Gelände und haben jeweils Fotos gemacht. Sehr, sehr, sehr ästhetische Fotos von Jonas. Ist auch einfach lustig, wir haben uns einfach echt gefühlt. Ja. Durftet ihr Fotos behalten? Wir haben beide jeweils das Foto, wo wir uns so verletzt und reuemütig angeschaut haben. Mhm. Das haben wir zur Abschlussfeier ausgedruckt bekommen von Stibbe, unserem Filmpapa. Oh wow, das ist lustig, weil die schauen sich halt auch einfach genau an. Also wenn man sie jetzt irgendwie nebeneinander... Ich kenne die beide auch ziemlich stark eigentlich. Wie war das, als ihr eure letzte Klappe hattet? Es war hart. Ist euch das in dem Moment so bewusst gewesen auch? Also der letzte Drehtag war unheimlich lustig. Mit der Flasche. Und es war unheimlich lustig. Es war einfach eine echt grandiose Szene. Aber dann wirklich am Ende, als es dann kam, so, yo,
war die letzte Szene, Ende. Das war, von mal hat sich das ja komplett gewendet. Moment, so. Alle angefangen zu weinen. Ja. Ja, und dadurch hat man dann mitgeheult. Also, ja. Ich weiß nicht, man rafft es, glaube ich, erst in dem Moment, wo es einer wirklich kapiert hat und ja. dann so, fuck, das ist jetzt einfach vorbei. Oh, die Maske. Alle schon so. Die Maske kommt. Ja, also Peggy ist einfach eine unserer absoluten liebsten Personen, ja. weil die einfach immer auch da gewesen ist, ja. Die Maskenbildnerin. Und ja, dann der Abschied von ihr war so, boah. Sie wollte eigentlich auch nicht weinen, aber sie hat dann angefangen ja. zu weinen. Und das hat dann so was gelöst, oh. so bei mir einfach losgebrochen. Also Jonas, glaube ich, auch, ne? Ich saß da, ich wurde geschminkt und Peggy so, so Jonas, das muss man auch jetzt weinen, ich muss dich schminken, sonst funktioniert das jetzt hier nicht. Wie süß, alle am Heulen. Also meine letzte Szene war ja auch wirklich diese Abschiedsszene von Caro, also diese Party quasi. Und ich weiß noch, mich hat das irgendwie voll geflasht, weil wir hatten die Szene voll oft gedreht irgendwie. Dann wurde so gesagt, ja, nochmal und nochmal und nochmal. Also, hä, aber wir laufen doch hier nur einmal um die Ecke. Und ich bin gerade echt nicht in Stimmung. Der Star des Abends ist da. Dann haben wir das so gedreht und so mitten in der Szene kamen dann so irgendwie so alle Leute rein, also so alle Darsteller halt, die waren die irgendwie auch da. Gedreht haben. Wow. Die waren halt alle im Nebenraum die ganze Zeit und ich habe das halt gar nicht gemerkt, also ich hätte es auch gar nicht erwartet, dass wir irgendwie so. Oh, das krass. Ist aber mega nett. Ich habe, glaube ich, auch gar keine Diskussion. Das war von vornherein, da hat Paloma ihren letzten Drehtag, was machen wir? Und dann kamen wir ganz schnell so irgendwie alle ans Set oder so. Ja. Und wie die ganze diese Szene. Die saß halt literally so ein, zwei Stunden oder so da gefühlt. Ne? Die waren da übelst lang drin. Voll schön. Und wir haben es gemerkt. Was sind eure Lieblings-Set-Sprüche eigentlich? Woran liegt's? woran liegt's, ja. Auch schön ist immer, finde ich, ja, war sehr gut, machen wir nochmal. Eigentlich mein Favorit immer so, so, Szene ist durch, Mittagspause. Das war immer meiner. Ich so, ja. Wenn es dann wirklich stimmt. Ich muss immer irgendwie an Anschluss immer denken. Also wenn so heißt, so, ja, die Szene war voll gut, aber Anschlussfehler. Ja. Nochmal bitte. Das war die richtig schön. Ich kann es nicht mehr sagen. Einmal mit Profis arbeiten. Könnt ihr nicht die Abmoderation machen? Können wir machen. So, ich würde mal sagen, das war eine wunderschöne Runde. Das war's für Secrets of Schloss Einstein. Bis dann. Tschüss. Ciao. Secrets of